Hi, ich bin hier auf einer spannenden Dachsanierungsbaustelle mit Dachdeckermeister Patrick Holzapfel. Und er erklärt uns jetzt, was dann hier so herausfordernd ist, beziehungsweise warum die unbedingt die komplizierte Lösung gewählt haben. Also, weil wir hier keine andere Möglichkeit haben, da wir hier ein denkmalgeschütztes Gebäude haben, müssen wir die Sob-und-Top-Variante nehmen, weil wir keine Aufsprachendämmung draufkriegen. Und deswegen geht nun mal nichts anderes im Sanierungsbereich von einem denkmalgeschützten Haus. Also du achtest ja sehr auf Details, ne? Ja. Warum sind die Details so wichtig? Hast du das in der Schule gelernt oder in der Ausbildung, dass Details wichtig sind? Oder? Tatsächlich wird mir ein bisschen nachgesagt, dass ich ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin. Details sind deshalb wichtig, weil Fläche und große Sachen kann jeder, nur die Details schön auszuführen. Ne? Das sind letztendlich auch die Knackpunkte, gerade auch im Denkmalbereich sind die Details das Wichtige, weil wenn die Folie irgendwo nicht richtig angeklebt ist, dann kann da die Luft reinziehen und dann kann ich die Luftdichtheitsschicht auch weglassen. Und du hast zum ersten Mal ja heute mit einer Sprühdichtung gearbeitet. Wie war das für dich und was ist der Unterschied zum Klebeband? Also warum willst du jetzt zur Sprühdichtung umsteigen? Also tatsächlich ist die Sprühdichtung relativ einfach, weil ich dann nicht quasi im Kniestock zum Beispiel mich richtig hinlegen muss und dann mit Klebeband arbeiten muss. Da weiß jeder Dachdecker, wie anstrengend es ist, sich da die Klebebandstreifen zurechtzuschneiden. Und da einfach mit der Sprühfolie zu arbeiten, ist wesentlich einfacher und effektiver. Ich muss nichts mehr abkleben, ich kann es einfach drauf sprühen und dann gegebenenfalls auch größere Fugen mit einem Pinsel und einer Dichtmasse, die in der Tube kommt, da einpinseln. Ne? Also ist wesentlich einfacher als mit dem Klebeband. Vor allem die ganze Fummelarbeit mit dem Klebeband, es geht wesentlich schneller mit der Sprühdampfsperre. Und wie war es für dich, mit diesem Gerät jetzt zu arbeiten? Also hattest du das Gefühl, da braucht man viel Schulung oder denkst du jetzt, mit einer kleinen Einführung kann dein ganzes Team damit gut arbeiten? Ich sag mal, eine kleine Einführung. Jeder, der dabei ist, sollte das mal ausprobieren. Wenn man damit ein paar Baustellen macht, vielleicht die erste wird noch ein bisschen gehemmt sein, da wird es ein bisschen länger dauern, aber spätestens bei der zweiten sollte man das Ganze eigentlich drauf haben. Ich meine jetzt hier, ich habe es jetzt eine Stunde lang ausprobiert und nach einer Stunde sieht die Raupe wesentlich besser aus als am Anfang. Ne, das ist auch ersichtlich, aber sonst spätestens nach der zweiten Baustelle hat man das eigentlich drauf. Wir durften hier Fotos machen und mehr zu der Baustelle erfahrt ihr in unserem Newsletter oder im Proklima-Blog.